Blackout gehabt. Ich wusste aber immer nicht mehr, was Sache ist. Ja. So, wir sind hier am Hockenheimring. Das Finale steht an. Na, das ist schon mal die zweite Fahrt, aber das erste Mal mit dem eigenen Motorrad. Ich bin gespannt, was ich ja, hier so alles reißen kann. Es ist arschkalt. Freitag früh, der erste Turn, 9 Uhr. Ende September, es hat gerade 7 Grad. Kalt ist nicht gut, vor allem nicht für den Reifen. Heute auch mal ein bisschen was anderes. Wir stehen nämlich, wie ihr schon sehen könnt, mit den Jungs von Holtower Racing Promotion in der Box. Alles ein bisschen edler hier, überall Scheinwerfer am Start. Eine große Box zusammen. Es gibt aber auch tricky Stellen. Ich kenne sie leider jetzt nicht so persönlich gut. Ich bin selber schon mal einmal hier gefahren, aber die GP-Variante. Und wir fahren ja die EDM-Variante, die ist ein bisschen kürzer. Also die Parabolika fährst du halt nicht voll durch. Asphalttechnisch gibt es ein paar Ecken, die einfach über die Autos schon ein bisschen welliger sind, kaputt gefahren sind. Da müssen wir mal schauen, ob wir Fahrwerk-Setup-mäßig da nochmal Veränderungen vornehmen, um dann auch gerade das Level zu finden. Es macht schon Sinn rauszufahren, aber es ist schon hart an der Grenze. Wird der Reifen sicherlich kaputt gehen. Wir fahren aktuell aber auch noch die gebrauchten aus Assen. Das Bremsen sollte jetzt auch mit Bedacht sein, ne? Weil du musst davon ausgehen, wenn du die erste Runde rumfährst, hast du noch einen guten Grip. Den Dropdown hast du noch 1,5 Runden mit dem Reifen. Die Temperatur geht dir so schnell raus. Ja, klar. Die meisten stürzen an der zweiten oder dritten Runde. Du denkst, jetzt fange ich mal an. Nein, nein, da hast du den Dropdown. Man sagt, man soll vorsichtiger, aber auch nicht zu vorsichtig. Dann kriegst du wieder keine Temperatur hin. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, er hat einen guten Rhythmus. Hat sich stetig eigentlich verbessert. Zum Reinkommen, denke ich, eine ganz gute Basis. Ja, Bremse war eklig. Bremse war scheiße. Also Bremse habe ich richtig gemerkt. Und ich habe gemerkt, dass ich natürlich, also meine Finger waren gar nicht, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt irgendwie für die Bremse. Wegen den Kühlern und so. Ne? Also Bremse war richtig eklig. Wir müssen halt jetzt noch ein bisschen Zeit finden, war aber auch die falsche Reifenwahl, wussten wir aber im Vorfeld schon. Die Belege von hinten leicht abgezogen, also halt dadurch, dass sie schon relativ verschlissen sind, auch schon leicht verzogen sind, halt hauptsächlich die Kühler abgemacht. Ich denke, das bringt den größten Faktor jetzt gerade bei den Außentemperaturen. Aktuell werden wir es mir erstmal noch nicht machen, weil wir noch keine richtige Zeit haben. 34 ist noch nicht da, wo wir uns eigentlich sehen. Da wird Matze im nächsten Turn aus seiner Komfortzone rausgehen. Wir haben den Nachteil, in Hockenheim fallen die Kurven nach innen ab und haben deswegen noch mehr Last auf dem Vorderrad und müssen da so ein bisschen gegensteuern, dass nicht die Front einklappt und wir es ähnlich haben wie in Assen. Ein paar Stellen bin ich ein bisschen erschrocken, dass es doch nicht so eben ist wie jeder. Aber ich denke, wenn es dann wärmer wird und mehr Grip ist, wird er natürlich mehr pushen, das ist ja logisch. Da denke ich mal, fangen wir dann an, die Feinheiten rauszufahren. Aber so, die Basis, passt das mal so weit. Also ich habe mir jetzt noch ein paar Videos angeschaut, zwecks Ideallinie und so. Ich neige immer dazu, sehr hart zu bremsen, was gerade in Hockenheim nicht gut ist. Da passt alles, nur das Heck kommt mir halt ein bisschen arg manchmal. Turning-Problem habe ich halt wieder. Also da bin ich dann teilweise in Zeitlupe. Ich merke, dass ich nicht so schnell wieder aus der Kurve rauskomme, weil die Maschine auch schräg ist.
beobachte sehr viel in den Videos, wie Paul, Luca und Tati fahren, wie die neben dem Biken. Du machst das schon ähnlich. Aber beim Tati zum Beispiel ist es so, der richtet das Bike sehr schnell auf und hängt sich dann daneben. Also der hat das fast gerade und zieht das in die Richtung. Da hänge ich zu lang drin irgendwie. Weil es wieder so viel ist am Anfang. Ne? Du willst am Anfang irgendwie noch so reinkommen. Hier ist auch, wo ich so lange in Schräglage bin. Weiß ich auch nicht, da kommen wir auch sofort, da können die im Moment mir auch das Vorrad wegrutschen und ich wüsste nicht, was. Ich merke allgemein, ich habe nicht mehr so das krasse Vertrauen zum Vorrad, ne? Sehr viele Stürze waren auch dabei, also ich glaube, ich habe bestimmt 3 oder 4 Stürze gesehen vor mir, direkt auch alle übers Vorderrad. Das ist natürlich auch mal so eine Sache, das gibt ihr ja auch eher so das Zeichen. Vielleicht ist auch einfach die Strecke noch nicht so warm, ich weiß es nicht, aber jeder hat anscheinend überpaced. Ganz war es aber okay, eigentlich würde ich sagen, mir fehlt einfach Fahrzeit, das merke ich natürlich immer. Man muss halt immer an so einer Veranstaltung schnell werden. Also du hast keine Zeit, dich irgendwie groß reinzufinden, gerade wenn du die Strecke nicht kennst. Also du musst einfach gleich abliefern. Ich muss mehr mit dem Körper machen, ich muss mich mehr bewegen, ich bin zu bequem auf dem Motorrad. Und darauf fahre ich zu viel Schräglage und das wird gefährlich. Das Vorderradvertrauen ist nicht so toll und das Turning ist nicht so toll. Ja, dann machen wir noch eine 12er Feder mit vorne. Machen wir noch eine erste Feder, gibt ihm noch mehr Support. Ich denke mal, fürs Quali mit dem SC0 fährt er noch mal eine Sekunde schneller. Und wenn dann das Turning und das Fahrwerk noch passt. In Oschersleben, komischerweise, klappt das ganz gut mit dem extremen Spitzfahren. So aus der langen Kurve dann so richtig faum reinfahren, das schaffe ich hier doch gar nicht irgendwie. Ja. FP2 lief eigentlich ganz gut. 33er Zeit gefahren. Schon mal Steigerung um 2 Sekunden. Hatten ein paar Probleme mit dem Luftdruck, deswegen haben wir zwischendurch unterbrochen. Weil wir anhand der Asphalttemperatur in der Boxengasse mit einem zu hohen Luftdruck raus sind. Die Strecke war anscheinend doch größtenteils schon wärmer. Ich denke, Q1 wird ziemlich hart. Asphalttemperaturmäßig sind wir jetzt etwas höher, das heißt, jeder wird pushen. Auch mit neuen Reifen denke ich, dass gerade hier die Erfahrung, das ist eine Strecke, die sehr oft gefahren wird. So Rang 15, 16, 17 ist da, denke ich, realistisch, weil das Niveau einfach brutal hoch ist. Ja, sonst sind wir nicht ready. Jetzt kann er angreifen. Fahren habe ich das erste Mal gesehen am Lausitzring. Da war es noch durchwachsen, würde ich sagen. War holprig, hat sich aber gut gemacht über die Saison, muss man wirklich sagen. Haben halt gemerkt, so Linien noch nicht so ganz top und halt ein bisschen unrund alles. Und halt alles noch nicht so geschmeidig, nenne ich es jetzt mal. Vom Fahren her, auch wie man drauf sitzt und so weiter. Aber die war sehr gut gemacht. Also von dem her alles, ja, ist deutlich runder, deutlich geschmeidiger, deutlich mehr eins mit der Maschine, nenne ich es mal. Am Ende des Tages ist es ein Sport. Es geht darum, wie gut bist du in dem Sport und mehr nicht. Ja, also es ist natürlich immer für Außenstehende schwer zu beurteilen, wie schnell die jeweilige Rennklasse ist. Sobald man sich aber im Rahmen der EDM bewegt, wird es halt auch einfach schon schnell. Da sind alle Leute sind schnell. Ja, da mutet man sich schon ganz schön was zu, denke ich mal.
Ich sehe das bei ihm auch, dass er einen mega großen Step gemacht hat zwischen Anfang letzten Jahres, als wir zusammen mal in Oschersleben gefahren sind. Da habe ich ihn so ein bisschen gezogen. Da hatte er noch die Serien-Honda. Und zu dem, was jetzt über den Laufe der Saison dazugekommen ist. Ne? Also schon wirklich sehr gut nach vorne gekommen. Und man hat ja, denke ich mal, gesehen, dass er auch sehr schnell fahren kann, egal bei welchen Bedingungen. Ne? Ich fand es sogar ziemlich cool, weil ich immer denke, dass wenn jemand zu uns kommt, der nach außen hin relativ populär ist, bringt das allen Leuten was. Weil er mit seinen Videos halt einfach den Leuten das so ein bisschen näher bringen kann, was wir hier wirklich machen. Ich habe am Anfang natürlich gedacht, dass er erstmal sich ganz schön was zumutet, erstmal ganz schön auf die Nase fällt, dass er sich erstmal ein paar Events braucht, um überhaupt reinzukommen. Vorher, bevor er angefangen hat, die Rennklasse zu bestreiten, war er meiner Meinung nach kein Rennfahrer, eher halt YouTuber, so wie man das halt kennt. Weil auch seine Videos halt von ganz anderen Themen gehandelt haben. Ich finde es sehr cool. Jetzt geht es halt um Rennsport und ich denke, sobald oder seitdem er jetzt in dem ganzen Geschehen drin ist, ist er halt auch zum Racer geworden und gehört mit zur Familie. Aufsteigen, schauen, wie es geht und mal schauen. Ich habe Blackout gehabt. Ich wusste aber einmal nicht mehr, was Sache ist. Ich hab alle Knöpfe gedrückt. Ich wusste auf einmal nicht mehr, wie mein Pitlimit da rausgeht. Und habe auf einmal angefangen, am Ding rumzudrücken und habe gemerkt, krass. Jetzt geht mir langsam auch irgendwie die Strecke aus. Also ich fahre gleich auf die Strecke. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Ich war so aufgeregt irgendwie und mich hat es so genervt einfach in dem Moment, dass ich Mode umgestellt habe und den Pitlimiter nicht rausbekommen. Bin wieder rausgefahren, wusste, die Reifen sind mittlerweile viel zu kalt. Das habe ich dann gleich wieder gemerkt in der zweiten Runde. Kurz fast einen Highsider bekommen. Kaputt. Ich hatte mir nicht so die Power gehabt. Ich hatte gehofft, dass die Ölspur an einer sehr bekannten Stelle mittlerweile wieder weg ist. Leider ist die immer noch da. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie im Training. So dieses, die hat nicht so gepackt wie die klassische Z04. Als hätte ich andere Belege drin. Ich habe ein bisschen aber darauf geachtet, dass ich das Motorrad mehr aufstelle bei manchen Passagen. Also ich habe schon versucht, viele Sachen umzusetzen. Aber hier, guck mal, dein Bremsdruck hier ist schon wieder zu hoch. Packst du sehr initial rein. Weil ich glaube, ich immer Angst habe, dass ich nicht mehr schaffe dann und zu weit. Wenn du da so in die Bremse hackst, dann macht das Vorderrad von so einer Karkasse so. Ja. Und er lenkt das Ding hier ein. Ja. Wenn du da aber nicht so reinhackst, ich weiß nicht, seit wann du so bremst, also das habe ich noch nie bei dir gesehen, dann würde ich mal probieren, nicht so hart zu bremsen. Also du machst dir damit eigentlich mehr Probleme, als es nützt. Ja, aber die Gefahr ist, wenn du merkst, du bist zu schnell, dann versuchst du im Rennen aber eher nachzubremsen oder die Kurve trotzdem noch zu bekommen und rutscht weg. Das wäre ein klassischer Fahrfehler im Rennen von mir. Ja. Dieses Gehstal weit machst du im Rennen nicht freiwillig. Da versuchst du eher noch mal reinzuhalten. Und das ist das Gefährliche. Ich war irgendwie nicht zu 100% bei der Sache, aber konnte mich trotzdem immer kontinuierlich ein bisschen verbessern, konnte auf jeden Fall auch konstant meine Zeiten fahren. Und das war letztendlich das Ziel. Packst du noch eine Sekunde drauf, bist du denn? Race 1,
komplette Motorrad eigentlich so, wie es ist. Kommt jetzt neue Bremsbeläge, also neue, gute, gebrauchte, neue Reifen fürs Rennen. Das ist jetzt auf sich gestellt. Hier geht noch was, hier geht noch was, hier geht noch was. Also es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber mir fehlt gerade hier so ein bisschen die Zeit, gerade das Ganze noch richtig durchzuziehen. Ich glaube, da liegt einfach viel gerade an mir, dass ich noch ein bisschen mehr pushen müsste, beziehungsweise einen Ticken mehr Fahrzeit bräuchte ich diesmal. Launch Control. Okay, jetzt kann ich auch wirklich sagen, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Wir glauben so ein bisschen, dass der Fehler auch war, als ich auf meiner Ausstellung stand, habe ich immer vorne gebremst. Und bin auch mit der Bremse losgefahren. Und ich glaube, das hat auch viel ausgemacht, dass die Launch Control klar irgendwie so ein bisschen in Schwanken gekommen ist. Race Start ging los. Ich bin wirklich sehr, sehr gut nach vorne gekommen. Bin dann hinter Justus hergefahren, habe ich gemerkt, oh, ich glaube, ich komme ganz gut an Justus ran. Und habe es dann auch geschafft, an Start und Ziel an Justus da vorbeizugehen, weil da ein bisschen später zu bremsen ist richtig unangenehm teilweise, weil du da richtig in Schräglage bist und es ist auch eine relativ schnelle Kurve. Und vor mir war auch schon Julius Imberger. Nico Meyer vor mir, Einfahrtparaboliker, ist er weit gegangen und da habe ich schon ein bisschen meine Chance gewittert. Hat mich dann nach einer Runde eigentlich gleich wieder überholt. Und habe auch im Laufe der nächsten Runde dann gemerkt, irgendwie baue ich selber gerade ein bisschen ab. Dann hat es mich auch nicht lange gedauert, dass mich ein Gaststatter überholt hat. Fährt meiner Meinung nach ein bisschen komische Linie. Und ich bin eher ein bisschen enger gefahren und habe dann dafür mehr Speed auf der Parabolika, auf der langen Links mitgenommen. Wenn man so ein Manöver macht, will man natürlich dann auf jeden Fall dann auch durchziehen. Dann ging der Fight aber eigentlich erst richtig los. Die Konzentration war nicht so da, ich konnte nicht so ganz mithalten. Letztendlich war ich froh, ich wollte auf keinen Fall stürzen. Ja, eindrucksvolles Bild. Eine Geste, ganz klar. Ich sehe schon, die Jungs fahren etwas langsamer. Die möchten noch einen kurzen Gedenkstopp einlegen aufgrund des Unfalls gestern. Man sieht es hier, alle sehr betroffen. Minus 3 Gaststarter insgesamt, 13 geworden, bin ich echt zufrieden. So könnte auch was mit der Top-10-Wertung auf jeden Fall werden. Ja, machen wir im zweiten Rennen genauso und dann können wir die Saison abschließen. Aufregung kickt. Für mich
Ziel auf jeden Fall sitzen bleiben. Ich will jetzt nichts mehr überstürzen am Schluss und einfach nur irgendwie sauber in die Bude kommen. Selbes Setup wie Race 1. Ich habe im Power-Modi noch ein bisschen weicher gemacht, dass er ein bisschen mehr Gefühl beim Gas anlegen hat. Jetzt hat er gerade nochmal frischere Bremsbeläge bekommen. Jetzt geht's los. So viel passiert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Start hat super gut geklappt. Launch Control hat funktioniert. Bis zur ersten Kurve gleich wieder ein paar geschnappt. Hatte da meinen ersten kleinen Fight mit Nico. Zum ersten Mal mit Max Wiebe, also mit meinem Teamkollegen, da so ein bisschen am Fighten gewesen. Da kam auch schon der erste Sturz. Und war dann sehr dicht an Max Riebe, seinem Hinterrad, dran. Eine Runde später habe ich es dann geschafft, mich an Max Riebe vorbeizubremsen. Gleich danach umlegen auf die Parabolika und habe schon Julius Imberger gesehen. Bin sehr, sehr gut rausgekommen aus der Kurve. Honda Power, da ging es wieder los in die Parabolika rein. Selbe Spiel, viel Gas und stark bremsen hat geholfen. Bin ich schön erstmal an Felix Klink vorbei. Vor Eingang Sachskurve konnte ich mich da auch noch mal durchsetzen gegen Lumpi. Max Melzer hat so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Bike, ist ein bisschen weit gegangen. Kurz danach, aber kurz vor der Ameisenkurve, an der Stelle, wo normalerweise ich die Leute ausbremse, hat, man muss einfach sagen, Felix Klink wirklich, hatte wirklich Mut. Er ist da wirklich quer in die Kurve reingekommen. Ich habe dann immer wieder versucht, bei Felix reinzustechen, aber ich habe einfach gemerkt, der Junge ist einfach schnell. Eingang Parabolika, habe ich wieder gemerkt, ich bin an Felix dran. Da merke ich einfach wieder, da kommt die Honda Power echt ein bisschen raus. Wenn du als Rennfahrer für dich alleine fährst und du hast vorne keinen mehr, fängt man immer auch immer so ein bisschen an, nicht mehr so ganz so zu pushen. Aus dem Nichts kam an meiner Kurve, wo ich eigentlich dachte, bin ich stark, kam Felix Klink dann doch aber an mir vorbei. Hinter mir Max Riebe hat auch noch mal übelst das Pushen angefangen. Sprich, jetzt war ich wieder richtig im Flow, musste auf jeden Fall noch mal alles geben. Platz 7 ohne Gaststarter, Platz 6. Mega geiles Ergebnis, besser hätte es sich laufen können und das war ein richtig geiles abschließendes Rennen. Persönliche Bestzeit gleich mal in der dritten Runde so gefahren. Sehr lange auf 6 gewesen. Ich denke, dann ist die Kondition wieder mal ein bisschen eingebrochen. Platz 7 vor Max Riebel. 200 unter den Top 10, finde ich geil.
viel weniger erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man jetzt mal alles so zusammenfasst, gehört er genau in diese Serie. Typ, der hier sein zweites Rennen im Rahmen der IDM fährt und mit einem Wahnsinnsmanöver da innen reingeht und das hält er. Wahnsinn. Erstmalig führt ein YouTuber. Ich wollte nochmal Danke sagen, auf jeden Fall auch nochmal, das kam eigentlich viel zu kurz, an mein ganzes Team, an Marcel hinter der Kamera, an natürlich auch Flo, der meine Daten macht und natürlich auch Lukas, mein Mechaniker. Die leisten hier wirklich einiges, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Da steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter. Ich konnte mich auf mein Rennen konzentrieren. Das ist sehr viel wert und auch nicht selbstverständlich im Pro Superstock Cup. Das wollte ich auch auf jeden Fall nochmal gesagt haben.